nehme ich an. Bitte steigen Sie ein. Okay. Hallo, wie? Ich bin Jefferson Perales. Mit meiner Frau Elizabeth hast du bereits gesprochen. Fleisch aus natürlicher Schlachtung enthält meist gefährliche Toxine. Schön, Sie kennenzulernen, Mr. Perales. Mrs. Perales? Hattest recht, Liz. Liz liest Menschen wie Bücher. Sie meinte, du bist die Richtige. Jetzt weiß ich, warum. Also, was habt ihr für mich? Tickets sind nur für diejenigen, Carter, fahr los. Elizabeth? Nun, wie du sicher weißt, ist Lucius Ryan kürzlich verstorben. Wir wollen wissen, wie, warum und was sonst noch relevant ist. Das war in den Nachrichten. Natürlich. Die Medien haben sich draufgestürzt wie die Geier. Davon leben die. Ihr glaubt also, sie haben was übersehen? Wir haben Grund zu dieser Annahme. Ja. Ich dachte, der Fall sei abgeschlossen. Ist er auch. Die Polizei gibt eine natürliche Ursache an. Ryan starb zu Hause durch ein fehlerhaftes Herzimplantat. Und trotzdem will uns der Cyberpsycho-Anschlag im Rathaus ein paar Tage vorher nicht aus dem Kopf. Die Polizei meint, es gibt keine Verbindung. Eure Zweifel haben nicht zufälligerweise was mit der anstehenden Wahl zu tun, oder? Natürlich haben sie das. Wenn Lucius Ryan ermordet wurde, müssen wir das wissen. Wieso denkt ihr, die Polizei irrt sich? Habt ihr Beweise? Kurz bevor Ryan starb, hat er dem NCPD das Budget gekürzt. Vielleicht hat das jemanden verärgert. Jedenfalls haben wir den Cyberpsycho-Angriff auf BD. Unser Sicherheitschef hat ihn sich angesehen, aber nichts Ungewöhnliches entdeckt. Wir brauchen einen Braindance-Editor, einen echten. Es ist Rohmaterial. Der Braindance muss heute noch zurückgebracht werden. Sonst werden einige Leute gewaltig Ärger bekommen. Wenn du uns hilfst, kannst du ihn jetzt gleich sehen. Na gut, mal sehen, was ich tun kann. Ausgezeichnet. Wir sind froh über jeden Hinweis, der die Sache aufklärt und Zweifel beseitigt. Na, was haben wir denn da? Die Frage ist, was machst du hier? Ist auch mein Gehirn, oder? Und diesmal, nimm gefälligst nicht jeden hübschen Arsch auf. Augen auf Ryan. Das Zeug gehört dem Rathaus. Sorgt dafür, dass es auch so aussieht. Wer ist dieser Holt? Weiß nicht, diese Clowns sind doch alle gleich. Die zweite Konferenz in 3 Tagen. Ich verstehe nicht, was der Aufwand soll. Deshalb bin ich Bürgermeister und du nicht. Wir brauchen die Aufmerksamkeit. Du arbeitest dich noch zu Tode. Heute Abend ruhe ich mich aus. Mein Zimmer im Red Queen's Race ist bereit? Ja, natürlich. Gut, jetzt geh. Ich muss üben. Red Queen's Race. Klingelt's da bei dir? Klar. Eine Versammlung alter Engländer mit Perücken, die erhänget sie, rufen. Du kannst doch einfach sagen, dass du keine Ahnung hast. Wüst muss üben. Wüst und muss üben. Die sind Sekunden vor dem Anschlag gegangen. Sieht geplant aus. Als wäre es Absicht gewesen. Entweder das oder der Psycho hat die Chance ergriffen. Werd nicht paranoid. Hi, bitte warten Sie hier. Warten Sie da, Riverboard, NCPD. Polizei, reinlassen?
Lass ihn warten. Es ist dringend. Ich muss mit der Ryans Sicherheitschef sprechen. Gerne. Nach der Konferenz. Terminal ist gecrashed, als er durch die Schranke kam. Der Glitch war kein Zufall. Na, hab schon größere Zufälle gesehen. Ach ja? Klar, wenn man zum Beispiel eine nagelt und später ihre Schwester. Und am Ende kommt raus, es waren beides Nonnen. Ist dir das echt passiert? Nein, aber wer weiß. Mit dem Chrom hätte er die ganze Stadt ausstatten können. Hat er bestimmt. Die Leiche ist aus der Leichenhalle verschwunden. Und von dem Geld hat sich irgendein Wichser eine neue Karre und einen hässlichen Anzug gegönnt. Weißt du das oder laberst du wieder Scheiße? Wer gesehen hat, was ich gesehen habe, weiß ganz genau, wie es läuft. Die Leute sind doch überall gleich. Okay, du laberst wieder Scheiße. Sieh mal deine Arme. Wollte den Sicherheitsdienst sprechen. Nach der Konferenz. Wollte bestimmt sagen, dass er da ist, um Ryans in den Arsch zu kriechen. Die Melodie. Ich kenne sie nicht. Melodie? Die er summt. Das ist doch keine Melodie. Er steht voll drauf. Da. Fantastisch. Und? Was meinst du? Die Sache stinkt schlimmer als die Coronado Bay im Juli. Wir hatten also recht. Hast du irgendwelche Fragen? Red Queen's Race. Was ist das? Keine Ahnung. Noch nie davon gehört. Wer ist Holt? Ryans Stellvertreter. Seine Bulldogge sozusagen. Hat Ryans Posten übernommen. Wozu diese Konferenz? Was sollte das? Es gab keinen Anlass. Ryan hat sich einfach gerne reden hören und mochte TV-Auftritte und diesen ganzen Kram. Wenn ich mich recht entsinne, war die Abnahme der Kriminalität in Night City der Grund. Ryan wollte die PR. Sorry, Abnahme? Ryan hat Pacifica zum unabhängigen Bezirk erklärt. Damit fielen die Statistiken dafür weg. Clever. Ryans Retter, dieser Cop. Wisst ihr was über ihn? Detective River Ward, guter Mann. Hatten ein paar Fälle zusammen. Wenn du ihn sprechen willst, mache ich euch bekannt. Ryans Mietmuskeln, sind die vom NCPD? Nein. Alles von Holt handverlesene Konzernleute. Aber unter ihnen sind auch Ex-Cops. Hatten außer Ryans Leuten noch andere Zugriff aufs Terminal? Nur das NCPD. Sonst niemand. Wow, Ward's Timing war super.
Entweder hat er Riesenglück oder eine gute Quelle. Ich werde wohl beides brauchen. Schön gesagt. Ich schick dir seine Daten. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Wir helfen gerne. Ich bin Vi, untersuche den Tod eines gewissen Lucius Ryan. Ich frag mich, wieso? Du bist kein Cop. Hör zu. Ich weiß, du wolltest Ryan wegen des Cyberpsychos warnen. Was weißt du noch? Dass du dich mit mir treffen solltest. Okay, ich bin gleich im Chubby Buffaloes. Schon unterwegs. Ich glaube, hier will dich jemand sprechen. Frag mich weswegen. Bist du River Ward? Wer bin ich? Wie, richtig? Mein Partner, Detective Hahn. Können wir unter vier Augen reden? Hahn und ich, wir haben keine Geheimnisse voreinander. Allerdings auf Schmusekurs mit Söldner. Halt mal den Ball flach. Ich will nur hören, ob es irgendwas Neues zu Ryans Tod gibt. Ryan? Immer noch? Der Boss hat auch gesagt, du sollst es gut sein lassen. Du weißt, er hasst es, sich wiederholen zu müssen. Und falls dir der Boss am Arsch vorbeigeht, dann wenigstens auf deinen Buddy. Das ist gut sein. Das macht doch gar nichts. Sitz nur hier, lauf Kaffee und hör mir Tratsch an. Okay. Mach, was du willst. Aber lass mich aus der Sache raus. Muss eh meine Tochter abholen. Und ihr zwei solltet euch eine ruhige Ecke suchen. Nicht, dass jemand mithört. Okay, Vader. Detective Hahn mag wohl keine Edge Runner. Ganz nicht persönlich. Er mag niemanden besonders. Nur seine Tochter. Nun, was willst du? Vor dem Anschlag wolltest du mit Ryans Leuten reden. Ihnen irgendwas sagen. Was war das? Weißt du, was ich mich frage? Was interessiert dich das alles? Wer bezahlt dich? Sorry, die Namen meiner Kunden sind vertraulich. Tja, dann hast du hoffentlich noch mehr heiße Spuren. Denn von mir wirst du gar nichts erfahren. Du beginnst weder aus Gemeinheit noch Neugier. Ich schütze nur meinen eigenen Arsch. Hier geht's auch um meine Sicherheit. Also, bevor ich dir was erzähle, muss ich wissen, für wen du arbeitest. Liz und Jefferson Perales haben mich angeheuert. Der zukünftige Bürgermeister. Hätte ich mir ja denken können. Weißt du was? Ann hatte recht. Hier gibt's entschieden zu viele Ohren. Mein Wagen steht draußen. Okay. Jungs vom Revier haben Howard in Arroyo gesehen. Hat auf Tonnen geschossen. Von einem Treffen mit Ryan gefaselt. Haben ihn festgenommen. Hm? Wen? Peter Howard. Der Cyberpsycho, der Ryan später angegriffen hat. Haben ihn nach Downtown gebracht, aber dann kam er ihnen abhanden. Du sagst, er kam abhanden. Was soll das bitte heißen? Das heißt, irgendwer wollte verhindern, dass er hinter schwedische Gardinen kommt. Bevor du fragst, nein. Ich weiß nicht mehr. Jetzt
Stopp ich mal eine Frage. Warum interessiert sich Perales plötzlich dafür? Und warum auf inoffiziellen Weg? Sagt dir das Red Queens Race was? Weißt du, was das ist? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Hat das was mit Ryans Tod zu tun? Er wollte da an dem Tag hin, als er starb. Okay. Wir besuchen meinen Informanten. Alles, was ich weiß, ist, dass es ein schicker Club ist. Weiß aber nicht, wo. Mein Informant könnte es wissen. Danach gehen wir zu Howards Arbeitgeberin. Oder? Wir reden zuerst mit ihr. Wie du willst. Besuchen wir deinen Informanten. Der Club hat Priorität. Meinetwegen. Hier arbeitet er. Rede du mit ihm. Ich warte draußen. Sag ihm, Igor lässt grüßen. Er wird es verstehen. Wer ist der Typ? Der stolze Besitzer. Hat illustre Kunden und ist schrecklich neugierig. Weiß über alles und jeden Bescheid. Außerdem ist er ein Feigling. Perfekte Kombo. Okay, dann warte hier. Willst du dich inspirieren lassen oder suchst du was Bestimmtes? Hier wirst du auf jeden Fall fündig. Igor lässt grüßen. Fuck, nein! Ich hab gesagt, ich bin raus! Lasst ihr mich nicht alle in Ruhe! Hallo, hier. Verpiss dich! Ganz ruhig. Ich hab nur eine Frage. Hier gibt's nichts zu sehen. Na los, verzieh dich! Lass mich in Ruhe, Mann! Du kannst mich zu nichts zwingen! Red Queen's Race. Die Adresse, dann sind wir weg. Hab ich schon mal gehört. Dann sind diese Wichser aufgekreuzt und haben mir die Finger gebrochen. Da gab es mich noch nicht. Jetzt schon. Ich beschütze dich. Wenn jemand fragt, sagen wir haben die Adresse einer Leiche gefunden. Okay. Der Laden liegt außerhalb der Stadt am Fluss, nahe Bonita Street. Du warst dort? Für ein paar Lieferungen. Ware... Manchmal Leute. Aber was ihr da wollt, ist mir schleierhaft. Club ist leer. Haben ihn dicht gemacht. Dicht gemacht? War das vor oder nach Ryans Tod? Kurz danach, glaube ich. Danke, Neil. Beschissenes Pech! Sieh an. Das nenne ich mal einen Durchbruch. Sieht vielversprechend aus, aber wir sollten trotzdem zum Markt fahren. Markt? Howards Boss. Ist eine gute Spur. Die sollten wir auf keinen Fall außer Acht lassen. Okay, fahren wir zu deinem Markt. Nehmen wir mein Auto? Klar, gerne. Reden macht 90% der Arbeit eines Detectives aus. Aber das weißt du ja schon. Ist echt ein Naturtalent, wie. Und? Mit wem wollen wir hier reden? Cyberpsychos Boss, richtig? Christine Markov, 42. Laut Akte Horvaths einzige Arbeitgeberin. Auch sein einziger Kontakt. Komm, wie.
Keine Ahnung, nach wem wir suchen. Wir müssen rumfragen. Ich fange links an, du rechts. Bist du Christine Markov? Nein, aber ich kenne sie. Hab den Textstand auf der anderen Seite. Christine Markov, wir haben ein paar Fragen. Oh, seid ihr Bullen? Wir brauchen Infos über Peter Horvath. Soll hier gearbeitet haben. Ja, hat er. Bis er nicht mehr gearbeitet und nur noch Reden geschwungen hat. Was für Reden waren das? Ryan. Konzerne haben ihn bei den Eiern und trotzdem hat er mich gefickt. Sein Motto. Was hatte er gegen den Bürgermeister? Ha! Sinn und Verstand bei diesem Verrückten? Der dachte bestimmt, Ryan spricht durchs Fernsehen zu ihm, macht ihm Versprechen und hält keins. Hört zu, ich hab euch gesagt, was ich denke. In Horvaths Augen waren alle hinter ihm her. Allen voran Lucius Ryan. Und wer war in seinen Augen sonst noch auf Horvath aus? Außer Ryan? Die Präsidentin, schätze ich. Dann Arasaka. Erst der Alte. Und als der starb, war sein Sohn an der Reihe. Wer das alles, Detectives? Ihr vertreibt meine Kunden. Horvath hatte also Probleme mit Ryan. Komm, weh. Hätten wir uns denken können. Scheint erstmal so, als hätte das nichts gebracht. Aber manchmal erschließt sich was, wenn man den Kontext hat. Nehmen wir zum Beispiel an, jemand hat Kopfschmerzen. Unwichtig. Nebensache, oder? Normalerweise schon. Aber dann rast der Typ direkt in den Gegenverkehr. Ihr Nachbar erinnert sich an einen Kerl, der die Klimaanlage in der Wohnung des Typen mit den Kopfschmerzen repariert hat. Unfall? Nur Zufall? Oder Gift, das über die Luft verteilt wird? Also Mord. Hattest du echt mal so einen Fall? Nein, ist erfunden. Unterstützt aber meinen Standpunkt. Großartig. Lass mich das machen, Dee. Ja, der Kopfmatti. Abmarsch, Luck. Dein kleiner Freund sitzt für Jahre. Willst du das auch? Gentlemen, bitte. Beruhigt euch. Spring, Clown! Spring! Mit dir unterwegs zu sein, ist echt gefährlich. Hast du Ärger mit allen Gangs oder nur den Tigers? Ich bin ein Cop. Was glaubst du denn? Ach, ich muss das melden. Okay, auf zum Red Queen's Race. Aber erst muss ich dein Chaos aufräumen. Sehen uns dort. Hey. Das ist Animal-Gebiet. Das sehe ich. Kürzlich ein von denen eingelocht? Kürzlich? Nein. Aber sind nicht gerade Fans von Bullen. Ohne Durchsuchungsbefehl kann ich nicht rein. Doch du? Mhm, okay. Ich melde mich. Wenn du was findest, sag Bescheid.
Verpiss dich! Hier gibt's nichts. Hier ist deine Seitentür. Die Animals haben nicht mehr so viele Wachen. Haben die bestimmt ewig nicht gecheckt. Sieht aus wie eine normale Werkstatt. Der Club ist hier. Glaub mir. Du meinst, du hast eine Ahnung? Kopfintuition? Sowas in der Art.
Thank you.
Aus wie ein Büro. Irgendwie. Wir suchen Computer. Die sind das Wichtigste. Yep. Steif wie ein Brett. Ist seit mindestens einer Stunde tot. Nein, keine Traumakarte. Hatte sie sicher absichtlich nicht dabei. In so einem Club will man nicht, dass Trauma-Team die Tür eintritt, wenn es gerade richtig zur Sache geht. Das Herz, denke ich, hat sich wohl etwas übernommen. Okay. Ja, machen wir so. Rechtsmediziner wird ihn zu Hause finden. Ich sag ihm, was er schreiben soll. Friedlich im Schlaf gestorben. Die Jungs bringen ihn weg. Nein, keiner wird was merken. Quatsch. Jep. Ja, ich melde mich später. River, ich habe eine Aufnahme gefunden. Solltest du sehen. Ich schicke sie dir. Dein Schum hat die Wahrheit über Ryans Tod vertuscht. Mein Schum? Du meinst Hahn? Ja, Hahn. Du wusstest nichts davon? Kein Schimmer? Scheiße. Ich glaub's nicht. Komm da raus, wie. Ich ruf ihn an und sag ihm, wir treffen uns im Chubby Buffalo's. Wir fahren direkt hin. Okay, warte. Bin gleich da. Wie? Tessa! Wie? Alles okay? Wie? Komm schon. Hörst du mich? Atmen. Wenn du mich fragst, hatte Ryan keinen Herzinfarkt. Habe ich ja von Anfang an gesagt. Aber... Jemand hat sein BD gespiked. Hat ihn erledigt. Fuck. Glaub, du könntest recht haben. Komm, Vee. Ich will mich noch umsehen. Okay, wie du willst. Zeitverschwendung, wenn du mich fragst. Okay, lass uns abhauen. Ich habe vorhin einen anderen Ausgang gesehen. Fuck.
Hängst also immer noch mit dir ab. Klappe, Harold. Ich weiß, was du getan hast. Ich werde nicht fragen, warum du es vertuscht hast oder wie du in den Schlamassel geraten bist. Sag mir nur, wer es befohlen hat. Was kümmert's dich, River? Dein Gewissen ist doch blütenrein. Du kannst nachts ruhig schlafen. Und warum? Weil ich alles auf mich genommen habe. Du hast echt keine Ahnung, wie diese Stadt tickt. Hältst dich für einen Idealisten. Glaubst du, das bedeutet irgendwas? Tut es nicht. Hat es nie. Hey, guck nicht so, Söldnerin. Du weißt, dass ich recht habe. Hey, zieh mich da nicht rein. Politik und NCPD-Gezanke sind nicht mein Ding. Und was ist dein Ding? Bestimmt alles, solange die Eddies stimmen, oder? Typisch. Überrascht mich nicht, aber ich kann's dir auch nicht verübeln. Jeder in dieser verdammten Stadt sucht sich seinen Weg. Wirklich jeder. Du hast keine Ahnung, wer ich bin. Versuch bloß nicht, mich zu lesen. Wollte dich nicht beleidigen. Wie? Danke für die Hilfe, aber hier geht's nicht um dich. Ich kümmere mich drum. Und wie, hä? Nimmst du mich jetzt fest? Ich hab die Aufnahme, ein Motiv und ein Geständnis. Also ja, vielleicht. Wobei es nicht viel bringen würde. Du musst mir nicht mal sagen, wer es befohlen hat. Ich weiß es schon. Und da selbst der Chief die Finger da drin hat, melde ich's direkt der Dienstaufsicht. Die werden auch nichts tun. Mir jedenfalls. Aber dich haben sie danach im Visier. Geh nach Hause, Ward. Schlaf drüber. Morgen siehst du es mit anderen Augen. Ich bin jedenfalls weg. Fuck. Also, was jetzt? Ich lass nicht locker. Kann ich nicht. Holt hat Ryan ermordet. Wollte seinen Posten. Das älteste Motiv der Welt. Scheint mir logisch. Das NCPD hat die Spuren verwischt. Ich glaube auch, es war Holt. Er war scharf auf den Posten. Ich melde das der Dienstaufsicht. Sollte reichen, um den Fall wieder aufzurollen. Tu's nicht. Die schmeißen dich raus. Oder noch schlimmer. Außerdem ändert das gar nichts. Vielleicht. Aber mir ist scheißegal, was du denkst. Was hast du jetzt vor? Meldest du dich jetzt bei den Perales? Ja. Okay. Ich bleib noch hier und beobachte. Danke, Vi. Hier ist Vi. Wegen Ryan. Ich habe eine Ahnung, was passiert ist. Sehr gut, komm bitte vorbei. Die Sache ist heikel. Wir besprechen das lieber persönlich. Beeil dich bitte. Danke. Ich werde dir nur eins sagen. Ich höre. Sag ihnen nichts, misch dich nicht ein. Dieser Schlamm reicht tiefer, als du denkst. Wenn du nicht aufpasst, bleibst du stecken. Lass das Drama. Hiernach ist alles vorbei. Gut, mach was du willst. Du hörst ja sowieso nicht auf mich. Hallo, Vi. Bitte komm rein. Mach's dir gemütlich. Jefferson kommt gleich dazu. Thank you.
setz dich doch. Danke. Schön, dich zu sehen, Vi. Elizabeth sagt, du hast Antworten für uns. Ich bin ganz Ohr. Es ist nicht hundertprozentig klar, was passiert ist. Wir brauchen keine 100%. Also? Naja, ich habe eine Vermutung. Ryan starb in einem Sexclub. An einem gespikten BD. Es war Mord. Ganz sicher? Der BD hätte auch mich fast erwischt. Also ja, ganz sicher. Eine Ahnung, wer es war? Ich bin nicht sicher, aber vieles deutet auf Weldon Holt. Ich wusste es. Hast du Beweise? Nein, nur einen starken Verdacht. Mehr müssen wir nicht wissen, Jeff. Wir sollten vorsichtig sein und Holt im Auge behalten. Und wir brauchen mehr Security. Du hast recht. Wie immer hast du recht. Danke für die Hilfe, Vi. Dein Geld. Hab gern geholfen. Hallo. Also, wo waren wir stehen geblieben?